Unter dem Sand, da wo der Stab herausragt, liegt sie. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile ist es die fünfte, die hier auf der Parkhausbaustelle am Löwenhof innerhalb weniger Monate gefunden wurde. Heute Mittag war das. Heute Morgen haben wir den Mann getroffen, der sie alle mit seinem Bagger ausgebuddelt hat. Noch ahnt er nicht, dass es bald wieder soweit sein wird. Ich bin da auch nicht sehr glücklich drüber, dass hier so viele Bomben sind. Es geht auch an die Nerven. Warum geht das an die Nerven? Weil man das nicht kontrollieren kann, weil das hier im Kriegsschutt sind so viele Bomben früher runtergekommen und nach dem Krieg haben die Leute oder früher, die haben das einfach alles glatt geschoben und da wurde ja nichts absondiert und nicht kontrolliert. Und so, und jetzt hat man die Bomben halt zwischen Baggerzähnen. Dass gerade hier so viele Blindgänger gefunden werden, liegt an den Eisenbahngleisen und Brücken. Die waren Ziele im Zweiten Weltkrieg. Bei der Suche nach den alten Bomben gibt es Hilfe vom Kampfmittelräumdienst. Der sondiert den Boden und überwacht Scharlocks Arbeit. Also es ist ein sehr guter Baggerfahrer, Gott sei Dank. Das hat man nicht immer. Und wir stehen uns sehr gut. Auch mit seinen Kollegen und sowas. Das läuft alles Hand in Hand. Das muss auch so sein. Man muss sich auf den anderen verlassen können. Schließlich können die Bomben immer noch explodieren. Auch die Bombenentschärfer loben Mirko Scharlock. Es gibt Baggerfahrer, die sind speziell ausgebildet. Es gibt aber auch welche Learning by Doing. Und ob ein Baggerfahrer gut ist oder nicht und ob er eine Ausbildung hat oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Der muss vernünftig baggern können. Und das können eine ganze Menge. Und der Bagger, der hier im Einsatz ist, der ganz, ganz besonders. Doch wenn es nach Scharlock ginge, würde er auf den Einsatz seiner besonderen Kompetenzen gerne verzichten. Jedes Mal, wenn die Schaufel ihre massiven Zähne in Erde und Schutt schlägt, bleibt ein Restrisiko. Wenn ich jetzt im Kriegsschutt unten umherbagger und ich habe immer was Hartes zwischen der Zähne, das ist kein gutes Gefühl. Dann weiß man nie, ich denke dann auch immer, ich sage dann immer, es ist nichts. Also es geht schon gut. So, und dann hast du doch auf einmal wieder eine Bombe. Man hat es ja hier nun gesehen. Alle paar Meter eine Bombe. Scharlocks Chef macht sich Sorgen. Es ist nicht einfach sowas. Er sieht nicht, was er macht. Er kann nicht in die Erde gucken. Und wenn er dann so eine Bombe in der Schaufel hat, ist es dann schon anstrengend. Er braucht manchmal, wenn er eine gefunden hat an einer Stelle, kann er nächsten Tag nicht gleich wieder arbeiten. Dann muss er erstmal an einem anderen Eck arbeiten. Weil die psychische Belastung so hoch ist? Ja. Hat er mal mit Ihnen darüber gesprochen? Sicher. Gerade haben wir letzte Woche noch auf dem Abend zusammengesessen und drüber gesprochen. Und Tag darauf hat er gleich wieder eine drin gehabt in der Schaufel. Von der Arbeit hält ihn das aber nicht ab. Auch wenn er Bedenken hat. Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, einfach den Bagger stehen zu lassen und aufzugeben? Ja, hatte ich auch schon. Das will ich ganz ehrlich sagen. Wer das nicht sagen würde, der weiß ich nicht. Der muss aus Stahl sein, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt nun so lange hier, ich mache das jetzt fertig. Und ich habe auch jetzt, ich denke darüber auch nicht mehr nach. Ich denke, das geht alles gut. Wir kriegen das hin. Doch Scharlock hat kein Glück. Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten findet er den fünften Blindgänger. Der wird morgen entschärft. Schon wieder eine Bombenentschärfung also. Und bei mir ist jetzt die Polizeidirektorin Andrea Wittrock. Sie sind auch für den Kampfmittelräumdienst zuständig. Das ist eine angespannte Situation für alle. Gibt es denn keine andere Methode als buddeln und hoffen? Naja, so ganz so einfach ist es nicht, buddeln und hoffen, sondern wir haben es eben im Bericht ja gesehen, es ist ein abgestimmtes Verfahren zwischen wirklich einer sehr aufmerksamen Baggerführung und einem Privatunternehmen vor Ort, dem sogenannten Kampfmittelbergungsdienst. Und da geht es darum, wirklich Kubikmeter für Kubikmeter sehr sorgsam abzutragen und dann kombiniert mit Metalldetektoren im Prinzip zu schauen, sind Gegenstände im Erdreich. Leider gibt es noch keine Technik, die auch von außen erkennen lässt, ist das jetzt normaler Bauschutt oder sind es dann eben alte Kriegsbomben. Und insofern müssen wir eben sehr sorgsam sein, abtragen. Und wenn wir Verdächtigungen feststellen, dann geht der Kampfmittelbergungsdienst sofort dabei, schaut sich es an. Und wenn dort entsprechende Hinweise sind, kommen dann unsere Kollegen vom Kampfmittelräumdienst. Wir haben jetzt gelernt, warum da so viele Bomben liegen wahrscheinlich. Das war ein strategisch wertvoller Punkt. Da wurde viel bombardiert. Sind Sie dennoch selbst auch ein bisschen überrascht, so viel auf so kleinem Raum jetzt zu entdecken?
Ja, in der Tat, weil das, was im Bericht auch gezeigt wurde und gesagt wurde, das stimmt natürlich für die ganze Region dort, für den ganzen Teil. Es ist natürlich ein strategisch relevantes Ziel im Zweiten Weltkrieg gewesen, aber wir haben ja, es ist ja nicht das erste Bauvorhaben, das wir dort betreuen, sondern wir haben Nachbargrundstücke, wo wir zum Teil gar keine oder auch nur wenig Bomben gefunden haben, oder es gibt ein Grundstück, da haben wir nur Brandbomben gefunden, dass an diesem Grundstück jetzt in der Masse und in der Häufigkeit auftritt, das ist nicht so ohne weiteres zu erklären und überrascht uns in der Tat auch selber. Was ist denn jetzt der gefährlichere Moment? Der, wo der Bagger vielleicht unsanft diese Bombe entdeckt oder dann tatsächlich die Entschärfung? Also für beide Funktionen braucht man natürlich sehr viel Routine. Und in beiden Funktionen ist auch absolute Vorsicht geboten. Aber wie gesagt, wir haben es eben im Bericht auch von Herrn Rippert gehört, es ist wirklich ein Hand in Hand, ein abgestimmtes Vorgehen. Und unsere Kollegen vom Kampfmittelräumdienst dann da wirklich dann ja die Operation am offenen Herzen machen. Das ist aus meiner Sicht, wenn man diese beiden Jobs direkt vergleicht, dann vielleicht doch noch der etwas undankbarere Job, weil die wirklich ja direkt in den Zünder gehen und wirklich alles versuchen, dann eben diesen schadlos zu machen. Und es ist jedes Mal auch eine gewisse Sorge darum, wie die Bombe dann tatsächlich aussieht. Das kann man von außen. Morgen ist das wieder soweit. Und das heißt, es sei eine schwierige Bombe. Ganz kurz, was bedeutet das für die Menschen? Für die Menschen bedeutet das, dass wir noch sorgsamer sein werden. Natürlich sind solche Bomben immer stark verrostet und stark verdreckt. In dem Fall ist aber die Bombe sehr deformiert. Und so werden wir uns auch noch mal eines besonderen Gerätes bedienen müssen, um überhaupt an den Zünder heranzukommen. Und es wird länger dauern. Und es dauert dadurch leider etwas länger dauern. Ja. Danke für Ihren Besuch. Ja, also